Hallo meine lieben Hartplastik-Steinvirtuosen, willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Heute mal wieder eine Art Preview. Und zwar wurde vor kurzem, also gestern, ein neues Set vorgestellt. Und zwar sieht man es wahrscheinlich schon. Es ist die Tente 4 mit der Setnummer 75244. Kostet 199,99 €, wird am May 4th erscheinen. Wahrscheinlich mit irgendwelchen Promo-Aktionen. Und hat 1768 Teile. Das entspricht etwa einem Teilepreis von, ja, 11 Cent, 11, 12 Cent, irgendwas die Ecke. Teuer, aber Star Wars-Fans sind es ja gewohnt, dass man da mal irgendwie Schnapper kriegt, ist doch eher unwahrscheinlich. Ich denke mal, die Set-Fotos haben die meisten von euch schon gesehen. Ich klicke es jetzt trotzdem mal durch. Es geht, glaube ich, also ich will eigentlich eher meine Meinung mit euch teilen. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen los. Und dann gehen wir erstmal hier in die vergrößerte Ansicht und gucken uns den Karton an. Und ja, klassisches schwarzes UCS-Design in Anführungszeichen. Hier unten, genau, eigentlich genauso designt wie beim Y-Wing. Der ist ja auch das 200-Euro-Set aus dem letzten Jahr gewesen, wo auch dieses Verpackungsdesign angewendet wurde. Der Millennium Falke war ja der erste. Neu ist, glaube ich, hier diese schwarzen Teile im Hintergrund, ich zoome da auch mal ein bisschen ran, die gibt es glaube ich nicht, also zumindest gibt es sie nicht beim Millennium Falcon, das weiß ich auf jeden Fall. Ob es die jetzt beim Y-Wing gibt, da könnten wir gleich tatsächlich mal gucken. Aber ich glaube tatsächlich, dass es neu ist. Das nächste, was fehlt, ist, dass hier unten unter dem Star Wars Schriftzug eigentlich Ultimate Collector Series stehen müsste oder hier neben. Darauf auch dazu gleich mehr. Dann haben wir hier halt noch einfach die Altersbeschränkung ab 12 plus. Ja, hier 1768 Teile, Disney, Lego, Star Wars, kennen wir ja alles. Dann hier oben noch die Figuren und dann dieser 1 zu 1 Scale. Und also vom Packungsdesign an sich sehr cool. Ist nebenbei auch das erste Raumschiff, was man in Star Wars 19, oh Gott, 77 gesehen hat. 1976, 77, ich weiß es nicht mehr. Deswegen sehr ikonisch und das Verpackungsdesign ist echt Hammer gemacht hier mit. Bisschen Weltraum, dann hier unten Tatooine, sehr, sehr cool. Vorab, ich bin eigentlich begeistert von dem Set. Gucken wir uns mal die Rückseite an. Da haben wir hier diese 11 an 11 nicht Turbinen, Triebwerke. Erinnert mich ein bisschen an die Saturn 5, die hat ja hier auch diese grauen halben Fassschalen oder diese Fässer, diese Hälften. Und dann ist das sieht so ähnlich aus. Ich meine, denk mal, die Leute, die Saturn 5 haben, die wissen, was ich meine. Das ist ja praktisch hier auch diese 5er, also wenn man so eine 5er-Sektion nimmt, sieht das halt exakt so aus. Hat man so vielleicht so ein paar Saturn 5er da dran geklatscht. Nee, Spaß beiseite. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, auch im Vergleich zur alten, die 2009 rausgekommen ist. Ja, vor 10 Jahren war das 10-jährige Jubiläumsset für Lego Star Wars. Das ist 20 Jahre Jubiläum, ne? Wird auch der ein oder andere von euch mitbekommen haben. Da gab es ja jetzt auch die ganzen, gibt es jetzt auch gerade die ganzen Sets, die übrigens auch schon ab jetzt erhältlich sind. Also wer Bock hat, zuschlagen. Ja, und dann haben wir hier noch, ja, so das Cockpit. Hier haben wir so einzelne Areale. Hier haben wir eine kleine Stud-Shooter-Funktion, Spring-Loaded-Shooter, dann eine Rettungskapsel und einen Griff. Gucken wir jetzt gleich alles im Detail an. Ich gehe jetzt hier erstmal auf diese kleine Übersicht zurück. Da sehen wir hier nochmal das Set ohne Verpackung mit Figuren, Teiltrenner und Accessoires in Anführungszeichen. Und ja, ich würde mal sagen, wir arbeiten uns jetzt erstmal beim Schiff so ein bisschen durch. Da sehen wir hier vorne das Cockpit, die Wulst. Wurde damals mit dem Millennium Falcon Cockpit-Teilen gemacht, aber mit den kleinen, die es bei diesen 160 € Millennium Falcon gibt. Hier ist es jetzt das Cockpit-Teil vom UCS Millennium Falcon. Ich glaube, das sieht man auch. Der ist ja hier vorne auch 6 Studs weit. Das Teil hat einen Durchmesser von 6 Studs. Das alte hat nur einen 4 Stud Durchmesser. Dementsprechend ist das Cockpit-Teil viel, viel größer. Gefällt mir auch tatsächlich viel mehr. Kommt auch eher ans Original ran. Finde ich gut, dass sie jetzt diese Teile immer öfters verwenden. Ist jetzt auch bei der Sky Police. Hat es ja Verwendung gefunden bei Ninjago-Sets, auch bei dem Ninjago-Movie, Zanes Eispanzer. Dann wird es halt hier fortgeführt. Hier ist dann der Hals des Schiffes. Dann haben wir hier so Zwillingslaserkanonen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißen. Dann haben wir hier noch so kleine Laser, die mit diesen Schießstäben gemacht wurden.
Oh Gott. Oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Nee. Ich gehe mal ganz kurz zurück. Verzeihung. So. Hier haben wir diese Schießstäbe. Dann hier unten ist auch nochmal die gleiche Kanone. Hier ist dann auch ein Raum. Werden wir auch gleich alles sehen. Dann haben wir hier wieder so einen dünneren Part. Die Undock-Sektion, die als Rettungskapsel fungiert. Eine Satellitenschüssel, die gleichzeitig auch der ja, Halter für das, also dieser Griff für das Raumschiff ist, den wir auch aus verschiedenen Star Destroyern kennen, wo man das dann so oben hochheben kann, dann damit rumfliegen kann. Dann hier hinten auch schon diese Antriebssektion, die viel detaillierter ist als die erste, viel schöner aussieht, eher ans Original rankommt. Unschön ist vielleicht hier, dass so ein bisschen Technik durchguckt, aber das zeugt ja davon, dass es dann doch recht stabil ist, hoffe ich mal. Hier sieht man auch schon ein paar Aufkleber. Diese Teile sind Prints, die kennen wir ja eigentlich. Und was mich ein bisschen ärgert, ist, dass ja, hier bei den Cockpit-Teilen, ich denke mal, das sieht man hier, dass es auch Aufkleber sind, die hier vorne dran gemacht wurden. Finde ich doch recht schade, weil bei Millennium Falcon waren es Prints. Also es funktioniert, dass man auch diese ja, Kegelteile drauf printet. Finde ich schade tatsächlich. Vermutlich sind auch hier diese roten Streifen Aufkleber. Das wird hässlich drauf zu machen sein. Das steht außer Frage, aber naja. So, also gut, die Debatte mit den Aufklebern will ich jetzt auch nicht wieder aufreißen, aber schade an dieser Stelle, wie ein paar andere Punkte. Dann gucken wir uns mal das Set aus einer anderen Perspektive an. Hier nochmal die Triebwerke. Die Satellitenschüssel sieht überraschenderweise von hinten schöner aus als von vorne, weil man hier viele offene Studs sieht. Das finde ich tatsächlich unschön. Man kann trotzdem Auge zudrücken. Und dann würde ich auch mal sagen, widmen wir uns dem Innenbereich. Da haben wir hier so eine Art, ja, Büro von Prinzessin Leia. War im Original, also nicht im Original, in der Version von vor 10 Jahren größer, die Sektion. Da waren auch hier so Tische, wo so ein Rebellen Admiral, General, irgendwie so auch seine eigenen Schreibtische hatte, ist jetzt weg. Hier kann jetzt noch ein Bail Organa stehen und ein R2D2. Ja, also ist wenigstens etwas. Man hätte jetzt auch sagen können, nee, wir machen keine Räume rein, von daher meckere ich jetzt nicht. Steht außer Frage, man hätte es besser machen können. Was ich vielleicht cool gefunden hätte, wäre vielleicht dieser Raum, wo Prinzessin Leia dann so bei R2D2 die CD einschiebt und dann die Nachricht an Obi-Wan verfasst. Das wäre vielleicht doch eine Ecke cooler gewesen. Aber naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Also, das geht schon. Dann haben wir hier im Hals zwischen Rettungskapsel und dem Büro von Prinzessin Leia die Spring-Loaded Shooter, also ein Ort, wo man die halt verstauen kann. Man kann die, glaube ich, hier vorne aus dem Cockpit rausschießen. Die kommen dann hier aus diesem Schlitz raus, der hier so 2 Studs breit ist. Und da sehen wir auch schon das Cockpit, da gibt es 2 Sitze. Hier kann dann Admiral, oh Gott, wie heißt er? Ich weiß es nicht. Und ein normaler Rebellen, ja, Pilot, sage ich jetzt mal. Man kennt sie, ne? Wurden alle in Episode 4 niedergemetzelt. Die kann man da schön reinsetzen. Ich finde tatsächlich, dass die Sitze gelungen sind. Gefallen mir recht gut, vor allem auch mit dem Ten und dann hier diese Displays, die da so mit diesem Druidenrahmen, Rahmen, Arm rangeklappt wurden. Gefällt mir echt gut, auch hier dieser. Dass man hier so durchgucken kann. Schön gemacht, tatsächlich. Gefällt mir. Und da sieht man auch, da kommt es auch deutlich zur Geltung, dass das Cockpit viel größer ist. Doch sehr schön gemacht. Dann haben wir hier dieses, ja, Casual-Foto, also aus dem Alltagsleben. Und da sieht man, man hat keinen Ständer für das Raumschiff. Ich komme gleich nochmal auf das ganze UCS-Gedöns zu sprechen. Auf jeden Fall sieht man auch, wie groß es ist. Das sind 60 cm, 62 um genau zu sein. Das ist in etwa die Breite vom UCS Millennium Falcon. Wenn man sich zu Hause hat, kann ja gerne mal gucken, wie breit es dann wäre. Der Millennium Falcon hat ja auch praktischerweise schon das Cockpit. Das heißt, man kann sich in etwa vorstellen, wie groß es dann in Real Life sein wird. Aber ich denke mal, bei dem Herren hier sieht das schon echt groß aus. Also durchaus nicht schlecht gemacht. Dann haben wir hier nochmal diese Zwillingskanone und dann darunter noch Stud-Shooter. Finde ich jetzt blöd, besonders bei so einem teureren Modell, diesen Quatsch hier einzubauen. Aber naja, man kann ja auch die Studs rausnehmen, da sieht das ja einigermaßen passabel aus. Dann haben wir hier noch die Andeck-Sektion, die als Rettungskapsel fungiert. Auch cool gemacht.
dass dieses Feature eingebaut wurde, mit R2D2 und C3PO, die dann schlussendlich auf Tatooine stranden. Vielleicht wäre es noch lustig gewesen, wenn man hier in der Rückseite noch so ein kleines Fenster gehabt hätte, wo man dann, wenn sie halt sich von der Tente 4 abkoppeln, den Star Destroyer sieht, der die ja geentert hat. Also wäre dies, oder wenigstens wenn man Aufkleber gemacht hätte. Vielleicht ist er ja noch da. Wir wissen ja nicht, was der Torso von C3PO versteckt. Aber ja, wir lassen uns überraschen bis zu den ersten Reviews. Dann haben wir hier nochmal diesen Halter, den sehen wir hier besser auch rausgefahren, wo man hier diesen Technikarm sieht. Ich denke mal, das wird alles ganz stabil sein. Sonst würde das halt nicht auf den Markt kommen. Also ich denke mal, so viel Kompetenz besitzt Lego noch. Ja, finde ich ganz nett. Dann kann man auch damit rumfliegen. Aber ich persönlich hätte es jetzt nicht gebraucht, weil UCS, also größere Sets, sind eigentlich für mich eher Sammlermodelle. So, dann haben wir hier nochmal den Arm, wie man das greifen sollte am besten. Ich denke mal, ist offensichtlich. Dann kommen wir zu den Figuren. Da haben wir hier eine Prinzessin Leia mit dem neuen Rockteil, das so hinten wirklich, ich sag jetzt mal, nicht exponentiell abfällt, aber doch eher wie eine Parabel. Die Mathematiker wissen jetzt, wovon ich rede. Nee, also ich denke mal, wir kennen das neue Rockteil. Ist auch schön geprintet. Die Prinzessin Leia mit der Haarschneckenfrisur, nenne ich, sage ich jetzt mal. Die gibt es auch mit Beinen. Da guckt sie auch ein bisschen verbissener. Ich glaube sogar, dass sie noch eine Kapuze dazu kriegt. Also das meine ich, habe ich in den Leak-Fotos gesehen. Wäre natürlich noch cool, weil wenn sie dann hier das Rockteil hat und dann die Kapuze drüber, dann ist es ja genau, kann man doch etwas mehr die Szene mit R2D2 nachstellen. Dann haben wir hier noch einen Bail Organa, der, ach Gott, Adoptivvater von Prinzessin Leia. Auch schön gemacht, finde ich gut. Hätte vielleicht ein bisschen älter sein können, weil ich meine, so sieht er eher aus wie in Episode 3, aber sind ja schon ein paar Jährchen hin bis zur Episode 4. Nicht schlimm. Dann haben wir einen R2D2, wie er leibt und lebt. Kriegt man in jedem zweiten Set. C3PO, auch, ich glaube, eine normale Version, obwohl diese Beinprints sehen doch etwas aktueller aus. Ja, dann haben wir hier noch, Gott, ich würde jetzt schätzen, dass es Admiral Yularen ist, aber ich müsste jetzt lügen. Dann haben wir hier noch einen normalen, ja, Rebellensoldat. Was ich schön gefunden hätte, wenn es irgendwie so vier Stück von denen gegeben hätte, dass man die irgendwie auch so in einem Gang positionieren könnte, wie wenn die ja gerade geentert werden. Das wäre halt wirklich schön gewesen. Also man hätte statt diesem Büro von Prinzessin Leia diese ikonischen Szenen halt eher umsetzen können. Entweder die Nachricht an Obi-Wan oder halt das Entern durch Darth Vader. Da hätte man auch einen Darth Vader und ein paar Sturmtruppen integrieren können, aber. Naja, man kann ja eigentlich den Raum umbauen, wie man will, und dann klappt das ja schon. Und dann sind wir wieder am Anfang angekommen. Und dann, ja, ich habe ein bisschen Kritik, und zwar gehen wir nochmal hier auf die Verpackung zu sprechen. Da sieht man das ja. Gott. So, und zwar fehlt ja, wie gerade schon angesprochen, das UCS, der UCS-Schriftzug, das UCS-Logo. Davon hat sich ja Lego schon seit dem Millennium Falcon verabschiedet, aber so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Aber. Ja, es ist halt kein UCS-Set. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass Lego jetzt das letzte wirkliche UCS-Set vor einem Jahr rausgebracht hat. Die Wolkenstadt war ja Master Builder Series, weil es ja so eine Art Spieldiorama war. Dafür habe ich noch Verständnis, weil es war halt ein großes Set, deswegen Master Builder, aber es war halt zum Spielen, also mit relativ vielen Features, die Türen, die hoch und runter gehen, nicht wirklich besondere Designideen, wie es jetzt bei einem Y-Wing war, mit dem ganzen Gerümpel obendrauf. Oder der Todesstern wäre dann auch heutzutage Master Builder Series, sage ich mal. Aber dass es jetzt hier kein UCS ist, sondern einfach so gesehen ein normales Set, bis auf das Verpackungsdesign, hebt sich nämlich eigentlich nicht wirklich ab. Das finde ich ein bisschen schade, obwohl die Teileanzahl und die Größe durchaus UCS-Niveau hätte, meiner Meinung nach. Für mich ist es eigentlich auch ein UCS-Set. Aber ich denke mal, aufgrund der Spielfeatures und dem Springloaded Shooter und ja, dieser Grifffunktion hat sich Lego aus irgendeinem Grund dazu entschieden, zu sagen: Gut, dann gibt es auch keinen Ständer, was wir auch hier gesehen haben bei dem Foto. Finde ich tatsächlich doch recht schade, weil dann ist es wieder so ein Set, was aus der Reihe tanzt. Finde ich ein bisschen blöd, aber ja. Mich interessiert tatsächlich eure Meinung, was ihr dazu sagt. Ich werde mir das Set auf jeden Fall holen. Auch beim Verkaufsstart, weil ich noch 45 € VIP-Rabatt habe.
Und ja, gerne teilt gerne eure Meinung in den Kommentaren. Dafür ist die Kommentarsektion da. Und liken, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao.